Hallo, heute wollte ich euch mein Osterhasenkörbchen zeigen. Und zwar gab es von der Vegan Box so eine Special Edition, so eine vegane Osterbox. Und ich glaube, die hat 15 € gekostet. Meine Mutter hat mir die bestellt, da sie schon letztes Jahr an Nikolaus irgendwie Schwierigkeiten hatte, was Veganes zu finden, was so in diesem Bereich ist. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Da waren fünf Produkte drin, diese fünf, die man hier sieht. Eins habe ich schon gegessen und damit ich auch die anderen endlich mal so peu à peu vernaschen kann, dachte ich mir, zeige ich euch zumindest mal, was da alles drin war, um vielleicht auch für nächstes Jahr ein paar Ideen zu haben, falls ihr euch etwas Veganes holen wollt oder etwas verschenken wollt an jemanden, der sich vegan ernährt. Oder auch einfach, ja, auch an einen Omnivoren, das macht, glaube ich, nicht viel aus, aber einfach mal mit dem Gedanken, vegane Produkte zu wählen. Und ich zeige euch einfach die einzelnen Produkte nacheinander und dann schauen wir mal. Als erstes war dieses Mandel-Nougat-Ei in der Box drinne von Loops. Das ist Bio und ist halt, wie gesagt, komplett vegan. Ich habe schon vernascht, 15 Gramm sind hier drin und ich finde es sehr, sehr lecker. Ich glaube, das ist so eins war schon mal in der Box drin und ja, viel ist da nicht zu sagen. Ist halt so eine kleine Beigabe. Das als ganzes Produkt zu bewerten, selbst wenn es irgendwie 1 € kosten sollte, finde ich ein bisschen wenig. So 2, 3 hätte ich besser gefunden, wäre auch eher als vollwertiges Produkt zu sehen. Und auch meine Mutter hat gemeint, also ein Ei als Produkt zu werten, ist schon so ein bisschen nicht so gut. Also das war so das, was uns nicht so gut gefallen hat, auch wenn es sehr gut geschmeckt hat. Dann war hier drinne dieser Zartbitter-Schoki-Lolli von Rosengarten. Die gibt es auch in der Vollmilchvariante, die ist natürlich dann nicht vegan, aber diese Variante hier ist vegan. Ist auch kein Butterreinfett drin, das ist nämlich häufig auch mal drin, da muss man immer ein bisschen gucken. Ich hatte auch schon mal so einen in einer Bio-Box oder Vegan-Box zur Osterzeit letztes Jahr. Und deswegen kann ich euch sagen, dass die sehr, sehr lecker sind, gut schmecken. Ist definitiv was auch für Kinder, wenn man jetzt nicht zu viel geben möchte. Und ja, ich fand es ganz lecker. Ich glaube, besteht hauptsächlich sogar aus Kakaomasse. Yep. Rohzucker, unraffineriert, Kakaobutter und hier ist eben 60% Kakaoanteil drin. Das finde ich halt ganz gut. Wiederum, also als ganzes Produkt halt so ein bisschen semi-optimal, aber es ist okay. Ja. Ne, muss man gucken, was man davon hält. Aber ich weiß, dass die ganz gut schmecken, deswegen ist es für mich okay. Dann war in der Box von Zotter diese freche Hasenschokolade. Finde ich einfach total süß von der Optik her. Zotter-Schokolade mag ich sehr gerne. Habe ich früher schon immer gern gefuttert. Und ja, das hier ist eben eine vegane Variante, handgeschöpft. Es gibt natürlich auch viele mit Ricotta oder sonst irgendwie ja, nicht veganen Zutaten. Schön finde ich einfach, dass das Ganze Fairtrade ist. 70 Gramm kosten, glaube ich, so 3, 4 €. Ist schon ein bisschen teurer, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Von den Inhaltsstoffen ist es in Ordnung, besteht zwar hauptsächlich aus Rohrzucker, aber wie gesagt, das ist halt eine Süßigkeit und natürlich soll man dann nicht nur ja, so eine ganze Tafel am Stück sich reinpfeifen, das ist klar. Und das ist eben eine Schoki mit Orange. Füllung und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die schmeckt. Werdet ihr garantiert im Aufgebraucht-Video von mir sehen. Und ja, dann war hier von Zotter auch ein flaches Ei, ein Schokoei mit drinne. Finde ich sehr, sehr schön eingepackt. Das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. Auch einzeln. Dieses eine Produkt finde ich sehr, sehr schön zum Verschenken. Wird im ähnlichen Preissegment liegen wie eben die Tafel Schokolade. Ich habe jetzt nicht mehr alle Preise, weil meine Mutter mir die ausgepackt hat und alle so gegeben hat, ohne die Box. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung nur. Und dann gucken wir gleich mal auch rein. Wieder hauptsächlich Rohrzucker. Und das ist eben Mixing Bar. Zutaten sind hier Schokolade hauptsächlich, Edelbitter 70%, Soja, Himbeerherzen, Pistazien, Flickflocks, Kokos und Heidelbeeren. Hier unten steht dann nochmal ganz genau, was drin ist. Ich zeige euch mal, wie es innen drin aussieht. So schaut dann das Ganze innen drin aus. Hier ist nochmal so ein kleines Flyerchen.
steht vielleicht was drin oder eben was man selber reinschreiben möchte, kann. Und das ist, ich finde es total schön gemacht. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ist halt eben so ein flaches Schokoladentafelding. Aber es sieht doch klasse aus. Also sehr, sehr schön gemacht. Gefällt mir gut. Ist auch so mein Lieblingsprodukt in der Box, allein schon optisch und auch zum Verschenken, ist eine ganz tolle Idee. Zu guter Letzt war hier von Fantastic Foods ein weißer Schakalode-Osterhase drin. Die weiße Schakalode-Sachen hatte ich ja schon zum Großteil wirklich probiert. Den Osterhasen kannte ich jetzt noch nicht. Kam hier in so einer Box. Das Ganze besteht hauptsächlich aus Kakaobutter und Zucker. Und ich zeige euch einfach mal den Hasen. Das sind 100 Gramm. Ich glaube, der hat auch so 3-4 Euro auf jeden Fall gekostet. Ich finde ihn sehr süß, weil er eben so extrem große Ohren hat. Ist natürlich von der Optik her jetzt kein Lindhase oder sowas, aber ist halt komplett vegan. Man sieht es auch, diese Schakalode, diese weiße, ist eben nicht so hell wie eben normale weiße Schokolade, die man so im Laden kaufen kann. Ich habe aber auch schon wirklich häufig, wie gesagt, die Sachen ausprobiert und habe auch die weiße Schokolade Drops, mit denen man halt Desserts machen kann oder auch Kuchen verzieren kann und solche Dinge. Mag ich sehr gerne, deswegen weiß ich, mir schmeckt die ganze Geschichte gut. Und ja, ich finde den besonders goldig, aber mein Lieblingsprodukt ist, glaube ich, wirklich dieses flache Ei. Insgesamt eine sehr schöne Box, wenn auch mit leichten Abstrichen. Also diese einzelne Nougat-Ei fand ich so ein bisschen ja, preislich dann auch ein bisschen überrissen. Auf der anderen Seite musste man nicht irgendwie mehrere Läden abklappern oder online mehrere Läden bestellen, sondern hat man alles auf einmal bekommen. Das ist ja schon ganz schön. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich werde die Sachen auch jetzt zügig vernaschen. Nicht alles auf einmal, klar, aber halt von jedem bisschen was probieren und bin da schon sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr sowas, so eine vegane Osterbox, speziell einfach fürs Osterkörbchen zum Bestellen. Fand ich eigentlich eine ganz coole Aktion. Hoffe, dass sie das im Winter nochmal machen mit Nikolaus. Würde mir sehr gut gefallen. Und das war's von mir. Wir sehen uns. Ciao.